Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videotutorial-Reihe RPG in a Box. Ich bin Carsten und nachdem wir in der letzten Folge globale Beleuchtungseinstellungen gemacht haben und einen Tag-Nacht-Zyklus haben, wollen wir in dieser Folge dafür sorgen, dass wir in der Nacht auch was sehen und wir wollen unseren Charakteren, Kacheln und Objekten Lichtquellen und leuchtende Farben hinzufügen, damit wir die Nacht schön ausleuchten können und unser Ambiente des Levels weiter ausbauen können. So, wir haben ja in der letzten Folge unseren Zyklus schon eingestellt für Tag und Nacht und werden uns jetzt mit der Nacht beschäftigen. Deswegen wählen wir jetzt erstmal das Preset aus der vergangenen Folge für die Nacht und wenden das an, damit es hier schön dunkel wird. Wir können das noch weiter abmildern, können aber jetzt damit anfangen und des Weiteren müssen wir auch unseren Tag-Nacht-Zyklus aus dem Level rausnehmen. Ansonsten wird das immer wieder überschrieben in Zukunft und wir können damit nicht weitermachen. Okay. Wir haben jetzt in der letzten Folge das Ambientlicht und das gerichtete Licht genutzt und damit können wir jetzt in der Nacht nicht wirklich viel anfangen. Wir brauchen jetzt neue Leuchtquellen und das machen wir jetzt, wie schon gesagt, mit unseren Charakteren, Kacheln und Objekten. Damit das richtig zum Vorschein kommt, möchte ich euch zeigen, wie das alles im Detail geht und ich möchte euch auch kurz erklären, was es damit auf sich hat. Also ein Entity Lighting oder Positional Lighting, wie es in der Dokumentation drin steht, ist quasi ein omnidirektionales Licht. Das heißt, wir haben keine gerichtete Quelle wie eine Taschenlampe, sondern das geht eher in jede Richtung. Finden könnt ihr das auch in der Help Section als Point Light. Naja, als Light. Positional Light, da ist es. Hier steht quasi drin, was das Ding macht und wie die Einstellungen sind. Aber da ich davon ausgehe, dass ihr keine Doku lesen wollt, werde ich euch natürlich auch nochmal erklären. Also, lasst uns loslegen. Für eine Nacht brauchen wir als allererstes sowas wie eine Fackel, also fangen wir damit an. So, ich habe das also auch schon mal vorbereitet und habe diese wunderschöne Fackel gemacht. Bei mir hat die quasi von unserem Türmetallteil einen Wandring, da ist die Fackel drinne und die hat einen geraden Stock, der ist ein bisschen verwachselt und einen Flammenkorb oder einen Fackelkorb obendran. Wir könnten das natürlich auch mit einem geraden Schaft machen und könnten das wieder über Attach Points machen und das schräg positionieren und alle Punkte dann hier absolut setzen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber mir reicht das schön aus und ich möchte das so nutzen. Damit wir jetzt eine Fackel machen, brauchen wir als allererstes mal sowas wie einen Feuereffekt. Den können wir auf der einen Seite nutzen, indem wir hier einfach mit Farben voxeln und die Voxel reinsetzen und können diese dann über die Animation machen, ähnlich wie wir das beim Charakter genutzt haben. Aber ich finde es für mich persönlich auch cool, mal einen Feuereffekt zu haben. Deswegen möchte ich jetzt mal mit dem Feuereffekt mit euch rumspielen. Wobei zu bedenken ist, dass mit einem Feuereffekt die Performance natürlich deutlich mehr leidet, als wenn ihr einzelne Voxel animiert. Also fangen wir am besten jetzt an und machen jetzt den Feuereffekt, um ihn dann an die Fackel zu bringen. Dafür erzeugen wir eine neue Ressource hier oben oder wir gehen einfach über den Effekteditor auf Neu und legen einen neuen Effekt an, nennen diesen Flamme. Ich nenne es wieder auf Englisch und wir können hier auch ein Preset nehmen. Da brauchen wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen und sagen einfach, wir nehmen das Preset Flamme und da ist das schon ziemlich erledigt. So, jetzt sehen wir hier die Model-Eigenschaften, gucken die nochmal kurz durch. Wir wollen dauerhaft emittieren, nicht einmal. Die Geschwindigkeit passt. 100 Partikel ist okay. Je mehr Partikel ihr nehmt, desto langsamer wird dieses Modell mit der Zeit werden. Also wenn ihr dann viele davon habt, wird es eure Engine ordentlich runterziehen. Trick ist auch, die Lifetime niedriger zu setzen, dass weniger Partikel gleichzeitig da sind. Ansonsten gucken wir jetzt mal kurz hier durch. Das passt soweit. Endscale, das ist auch in Ordnung. Spread, ich glaube, das können wir eigentlich schon so lassen. Wir gucken uns einfach nochmal die Flamme oben an. Die ist mir jetzt noch ein bisschen zu weit auseinander. Das würde ich noch ein bisschen ändern wollen. Und zwar möchte ich, dass die Flamme nach oben richtig durchzieht, als ob die so einen Sog nach oben hat. Das kriegen wir mit der linearen Beschleunigung auf die Reihe. Dass wir sagen, wir machen jetzt 1,5. Das muss natürlich nach oben gehen. Direction ist perfekt. Halt 1,5. Das Mausrad zieht da drin. Und dann machen wir noch eine Radialbeschleunigung. Wenn wir die positiv machen, fliegen unsere Partikel nach außen. Das wollen wir nicht, aber ich möchte eigentlich eher den gegensätzlichen Effekt haben, dass unsere Flamme nach oben zum Zentrum ein bisschen zusammenzieht. Also machen wir den jetzt auf minus 1. Da haben wir den Effekt, dass die Flamme oben spitz wird. Und jetzt können wir noch ein bisschen tricksen und können die Tangentialbeschleunigung machen. Die machen wir auf minus 0,2. Dadurch kriegt das so ein bisschen eine Verwirbelung noch rein. Sieht man ganz leicht nur. Und damit ist der Feuereffekt für unsere Fackel eigentlich auch schon gemacht. So, speichern und dann kommt das Ding an unser Modell dran. So, um den Effekt jetzt dazu zu machen, müssen wir das an unser Objekt binden und wir wollen eine Fackel haben, die an und aus sein kann. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Fackel, die aus ist, die wir jetzt erfüllt haben und kopieren diesen Frame für den zweiten Animation, wo die Fackel an sein soll und müssen jetzt hier hinzufügen unseren Attach Point für unsere Fackel. Den packen wir jetzt hier oben in den Flammenkorb rein und nennen den Flame oder Flamme.
Ja, der ist jetzt bei mir, ist der jetzt noch gebunden. Das heißt, ich mache den mal schnell aus. Das könnt ihr hier oben drüber machen. Ich mache jetzt meinen Effekt nochmal weg. Das ist halt auch schon wieder aus der Vorbereitung drin. Also so sieht das jetzt bei euch aus. Und jetzt werden wir den erstmal ausrichten. Wir gehen quasi hin und sagen jetzt, das X-Offset ist 0. Das sind wir genau hier in der Mitte und das müsste ungefähr 4 sein. Dann kommen wir einen halben mehr ins Zentrum rein und das machen wir nochmal eins nach oben und dann liegen wir genau unten am Flammenkörbchen an. Oder sagen wir mal 11. So, dann haben wir den hier drin im zweiten Frame und können jetzt hier oben über unseren Attach-Menü können wir jetzt sagen, wir wollen diesmal kein Objekt binden, sondern wir wollen am Attach-Point Flamme, wollen wir einen Effekt binden und das ist auch unsere Flamme und das soll automatisch angebunden werden. Und schon sehen wir, dass unsere Flamme brennt. So, jetzt nehmen wir die noch ein bisschen runter, dass die unten mit dem Boden abschließt, also so ungefähr auf 10. Und wir machen die Skalierung ein bisschen runter auf 1,0. Und da wir das aber jetzt in der Map auch noch einsetzen wollen, legen wir jetzt gleich noch ein paar Animationen an. Das heißt, wir wollen die Animation haben, in der die Flamme aus ist. Das legen wir hier an unten und sagen, das nennen wir off. Und da können wir einfach sagen, das bleibt auf Frame 1 und ist clamp, damit die Engine danach nichts mehr zu tun hat. Also das bleibt im letzten Bild stehen. Und wir wollen natürlich auch, dass unsere Fackel brennen kann. Das machen wir in diesem Frame und sagen jetzt hier, wir nehmen den Default Key, sodass das vom Spiel automatisch auch in diesem Frame gemacht wird und sagen, der läuft von Frame 2 zu 2. Später machen wir den noch länger, machen das jetzt erstmal auf Ping-Pong und 10. Und dann haben wir das erledigt und können damit jetzt quasi unsere Fackel in die Karte einbauen. So, ich habe noch was Kleines vergessen. Wir wollen natürlich auch noch eine schöne Ansicht haben. Also nehmen wir hier die Preview, dass wir das sehen und machen auch auf diesen, aufs Feuer und machen damit das Thumbnail. Und damit das in der Karte auch richtig zur Geltung kommt, müssen wir jetzt nochmal prüfen, dass wir hier den initialen Frame 2 haben. Wenn wir das nicht machen, wird unsere Fackel nämlich in der Karte nicht brennen. Dann wird quasi als initialer Frame der erste verwendet und ihr seht quasi überhaupt keinen Effekt in der Karte. Okay. So, des Weiteren habe ich hier eine Skalierung von 75%. Das heißt, von den 8 Feldern werden quasi 2 weggenommen und damit haben wir genau den Abstand, den wir brauchen, um unsere Wand zu harmonieren, weil unsere Wände 2 dick sind. Das ist der kleine Trick, dass es sich genau in die Wand einfügt. Okay, damit bringen wir das jetzt mal in die Karte rein. Und wir können jetzt unsere Fackel wählen und sehen jetzt, dass die zu tief ist. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt einfach zum Beispiel das Objekt Gitter erhöhen und könnt die höher setzen mit dem Offset, also hiermit. Aber seit der letzten Änderung kam auch endlich das Objekt-Offset dazu. Das heißt, wir können das jetzt einfach hier positionieren und können es nachträglich justieren. Achtet beim Positionieren bitte wieder drauf, unsere Interaktionspfade hier sind auf der 0. Da muss auch das Objekt sein, ansonsten können wir nachher die Fackel nicht benutzen. Das heißt, wir gucken jetzt hier genau drauf, dass es auf der 0 auf dem Boden liegt und nicht auf der 1 die Wand. Ja, hier unten seht ihr die Felder. Okay, das bringen wir auf die 0 und rotieren das richtig aus. Und dann können wir mit dem Select-Tool können wir jetzt hier das Offset ändern und können jetzt quasi beliebig in X, in Y-Richtung und in Z-Richtung können wir was definieren. Bei Z ist es von minus 16 bis plus 32 und wir setzen das hier einfach eine Etage höher. Das heißt, das ist bei uns ungefähr auf Kopfhöhe. Wir können aber jetzt trotzdem vom Boden aus interagieren und das ist super komfortabel. So, ihr seht auch noch, ich habe schon ein Skript an meine Fackel gebunden. Das ist, damit wir die gleich ein- und ausschalten können. Und das wollen wir jetzt einmal schreiben, dass wir das dann dauerhaft benutzen können. Deswegen gehen wir jetzt in den Skripteditor. Ich mache das schnell weg und wir machen das gemeinsam neu. So, also, das Skript ist weg. Wir machen jetzt hier eine Property dran und sagen da, wenn ihr es noch nicht habt, ich mache es nochmal schnell weg. Wir machen eine neue Property dran und nennen die isOn. Also ist die Fackel entzündet. Und das wird ein Boolean-Wert. Da haben wir nämlich nur Ja oder Nein und das lässt sich am leichtesten handeln. Und da ist das an. Also von Grund auf ist unsere Fackel an. Jetzt verpassen wir dem Ding einfach ein Quick-Skript und dann können wir sagen, wir speichern das und können den Namen geben und damit ist automatisch am Objekt. Und ich nenne meins Fackel-Skript. So, dann haben wir das da und können jetzt bearbeiten gehen. Was wir nicht brauchen, ist die Display-Message. Wir wollen jetzt eigentlich eher entscheiden, was wir haben. Das heißt, wir fangen an und werten aus, was an unserer Fackel gesetzt ist. Das heißt, wir sagen jetzt erstmal, wir wollen eine Property von unserer Fackel machen. Also ein Objektskript hat quasi immer self ist das Objekt, auf dem das Skript liegt. Und unsere Property heißt isOn. So, achtet hier dringend auf die Schreibweise. Und wir wollen gucken, ob die an ist. Das ist unser Skript. Und jetzt haben wir hier die Fälle, es ist an. Hier oben oder ist es nicht an, hier unten. So, wenn die Fackel an ist, wollen wir jetzt
eine Animation spielen. Das heißt, wir sagen hier, unsere Animation wird hier gespielt, wenn sie an ist. Und wenn sie aus ist, wollen wir natürlich auch eine Animation spielen, aber halt eine andere. So, wir machen das mal weg. Zack. Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir nach dem Spielen der Animation auch einen neuen Status zurückschreiben wollen. Das heißt, wir machen das jetzt auch schon mal dahinter, Assign Value. Und damit sind wir eigentlich durch. Jetzt müssen wir es noch füllen. Dazu gucken wir jetzt nochmal in das Skript rein. Wir haben den Status Default, den können wir abspielen. Das ist die brennende Fackel und wir haben die Animation off, da ist sie aus. Das nehmen wir jetzt mit in den Skripteditor der Informationen und sagen jetzt hier, wenn unsere Fackel, Property Name hat er gefressen, das ist nicht gut, ist on. Okay, jetzt passt. Wenn unsere Fackel an ist, dann spielen wir die Animation mit dem Namen off. Können wir es auch zulassen. Off. So, und ansonsten spielen wir die Animation, wenn sie aus ist, mit dem Namen Default. Damit machen wir sie an. So, anschließend setzen wir einen neuen Wert und hier können wir jetzt wieder den Wert hier oben rauskopieren. Wir wollen setzen self-property is on, also wir weisen dem Objekt eine Property zu und sagen hier, das ist jetzt ein Boolean und nach dem Anmachen ist er natürlich, nach dem Ausmachen ist er natürlich aus. So, im Gegensatz, wenn wir sie angemacht haben, ist sie danach selbstverständlich an. Also auch hier machen wir wieder ein Boolean und sagen, jetzt ist sie an. So, und das war es eigentlich auch schon mit unserem Skript. Das können wir jetzt speichern. An der Fackel ist es automatisch dran. Und jetzt können wir unsere Fackeln positionieren und müssten da nochmal schauen, ob das Skript auch tatsächlich dran ist. Ansonsten müssen wir es hier nochmal dran setzen. Vergewissert euch da, nach dem Weglöschen und Neumachen klappt es auf jeden Fall. Ja, hier ist nämlich noch ein altes drin von mir. Ach nee, das sollte passen. Ja, das hat es aktualisiert. Ich hatte denselben Namen verwendet, deswegen ist es bei mir gebunden. Es kann sein, dass ihr es noch dazu packen müsst. Und damit können wir ins Spiel reinhüpfen. So, also in der Zwischenzeit habe ich natürlich wieder irgendwas gemacht, dass es wieder heller geworden ist. Also machen wir es wieder dunkel. Nacht anwenden, schauen nochmal, dass der Tag-Nacht-Zyklus raus ist. Das passt auch. Und dann speichern und ab ins Spiel. Und dann haben wir eine Fackel, die wir an- und ausmachen können. Wir sehen also, da ist die Fackel und wir können mit der Fackel jetzt interagieren und können die anmachen und wir können die ausmachen. Was die Fackel allerdings nicht kann, ist Licht machen. Und das kommt jetzt hinzu, weil wir nämlich noch kein Entity Light hinzugefügt haben. Also lasst uns damit weitermachen. So, um unsere Fackel zum Leuchten zu bringen, fügen wir jetzt also das Entity Light hinzu. Und das findet ihr in den Model Properties ziemlich weit unten. Kommt hier eine Einstellung, die heißt, na, wo ist er? Light Source, da ist es. So, und damit haben wir eigentlich unsere Fackel zu einem Licht gemacht. Jetzt haben wir hier natürlich wieder eine Riesenladung an Einstellungen. Ich würde erstmal mit euch durchgehen, was es eigentlich macht. Nein, aber lasst es erstmal positionieren. Wir nehmen erstmal unser Licht und positionieren das im richtigen Frame. Und wir wollen das jetzt hier in den Fackelkorb reinbringen. Also machen wir auch hier wieder unser Offset, was wir hier unten haben. X ist in Ordnung. Das war minus 4, glaube ich. Und dann haben wir hier 11,5, halt mit Punkten, ganz wichtig. Und dann sollten wir hier ungefähr im Fackelkörbchen drin sitzen. Ja, gehen wir mal noch einen halben runter. Und dann sind wir so bei 10 hat man das, glaube ich. Machen wir es unten hin. Machen wir es unten hin, so. Okay, und damit haben wir unser Licht positioniert und könnten jetzt damit spielen. Also, wir haben folgende Einstellung. Wir haben wie bei den gerichteten Lichtern die Möglichkeit zu sagen, wir wählen eine Farbe für unsere Fackel aus und ihr seht jetzt quasi schon unten auf dem Boden, dass unsere Farbe jetzt hier zur Anwendung kommt. Wir können damit rumexperimentieren. Für die Fackel wollen wir natürlich ein schönes, kräftiges Rot haben. Dann nehmen wir jetzt mal ein Rot und können nur eine Farbe machen, also unabhängig vom Partikeleffekt, den wir vorher gewählt haben, und sagen jetzt hier wieder die Energy, das ist die Kraft unserer Leuchtquelle, die machen wir ein bisschen stärker, die soll ja auch ein bisschen was bringen. Und wir können uns das auch gleich angucken. Bei Negative wird quasi die Farbe invertiert, also aus Blau wird Gelb. Und wofür das genau genutzt wird, ich habe noch keinen konkreten Anwendungsfall, ich habe auch leider nichts gefunden in der Dokumentation.
Ja, wenn ich mal was rauskriege, werde ich das schnellstmöglich mal noch reinbringen in irgendeine Folge, aber momentan habe ich keinen Verwendungszweck davon entdecken können. Range ist die Entfernung der Leucht, also wie weit die Fackel leuchtet. Und das könnt ihr euch ungefähr in Teils vorstellen. Wir können das mal ganz kurz angucken. Wir machen mal eine ziemlich heftige Intensität, dann sehen wir das am besten und sagen jetzt mal, wir machen eine Leuchtkraft von 2 und gehen damit in die Karte, dann sehen wir das nämlich am besten. Wir gehen jetzt also hier hin. Und bei den alten Fackeln sehen wir es nicht, machen wir aber die neuen Fackeln dazu, sehen wir jetzt quasi unseren Leuchtkreis, der ist ungefähr 2 Felder groß. Das ist so ganz grob nur, es ist nicht exakt 2 Felder, es ist ein kleines bisschen mehr, um genau zu sein. So, wir können aber hier jetzt dran rumspielen. Der nächste Wert ist sehr interessant, das ist die Attenuation. So, und das ist die Dämpfung des Lichtes. So, das heißt, wenn ihr die sehr hoch macht, nimmt das Licht auf die Entfernung extrem stark ab. Der Maximalwert liegt hier, glaube ich, bei 100. Ja? Und das würde bedeuten, dass wir eigentlich gar kein Licht mehr auf der Karte sehen. Also unser Licht wird so dermaßen gedämpft, dass gar nichts mehr ankommt. Also je höher ihr den Wert nimmt, desto größer ist die Lichtabnahme pro zurückgelegten Feld. So, das heißt quasi, bei 0 haben wir gar keine Dämpfung. Den Wert solltet ihr aber auf keinen Fall nehmen. Da kommt nämlich ein ganz hässlicher Effekt, den möchte ich euch auch zeigen. Habt ihr eine Dämpfung von 0, ist es auf dem Map-Editor so, dass ihr zwar eine einheitliche Ausleuchtung habt, das Licht nimmt ja nicht ab, also sorgt es nicht dafür, dass es in einen Übergang in die Welt geht, aber ihr kriegt hier so einen schwarzen Kreis dazu und der ist keinesfalls in der Map weg. Wenn ihr das spielt, ist der da. Ich gehe davon aus, das ist ein Bug in der aktuellen Version. Vielleicht guckt ihr das Video in Zukunft und das hat sich auch schon erledigt. So, das kommt auch zum Tragen, wenn ihr einen Negativwert nehmt. Ihr könnt nämlich zum Beispiel auch sagen, die Attenuation ist negativ, dann nimmt das Licht auf die Entfernung sogar zu. Momentan aber tatsächlich unbrauchbar, weil wir auch hier wieder diesen Rand erzeugen, den wir nicht wegkriegen. Ich werde das als Bugticket anlegen, mal gucken, was dabei rumkommt. So, aber zurück zu unseren Einstellungen. Also eine Attenuation solltet ihr mindestens auf den Mindestwert von 0,01 legen. Das ist das absolute Minimum, was ihr machen könnt über 0 und damit funktioniert es. Ja, also wenn wir das jetzt machen, haben wir jetzt quasi eine Lichtquelle, die einheitlich ist und kaum eine Dämpfung über die Entfernung nimmt. Ne? Aber es ist halt jetzt wie so ein Taschenlampenspot. Damit können wir tatsächlich auch später eine Straßenlampe machen. Das machen wir dann auch. So, dann haben wir unser Offset und damit haben wir es eigentlich schon. So, jetzt ist es aber blöd, wenn jedes Frame irgendwie dasselbe hat. Und da kommt jetzt quasi der Punkt ins Spiel. Wir können hier die Checkbox setzen und damit ist unsere Licht animiert. Und das heißt nichts anderes, als dass jeder Frame seinen eigenen Beleuchtungseffekt definiert haben kann. Das heißt, wir können jetzt die Checkpoints anmachen und können jetzt zum Beispiel sagen, so einen ersten Frame, den wollen wir nachher eh nicht mehr haben, dem können wir jetzt ein blaues Licht geben. Und der andere Frame hat ein rotes Licht und dann können wir hin und her hüpfen. Ich habe auch im Forum schon mal gelesen, dass das nicht ganz funktioniert hat. Im Zweifelsfall Engine schließen und aufmachen. Aber ich hatte überhaupt keine Probleme bisher. Mir ist das wirklich nur mal beim Helfen im Discord-Forum zugetragen worden. Ich kann es nicht reproduzieren. So, und jetzt können wir quasi unsere Leuchtquelle hier entfernen. Und da wir die aber nicht tatsächlich entfernen können, also wenn wir es ausmachen, ist es überall weg, können wir uns hier behelfen, indem wir einfach unseren Wert hier wieder reinkopieren und sagen, du hast zwar eine Leuchtquelle, aber die hier, die ist nicht mehr wahrnehmbar und die hat eine Entfernung von 0 und eine Dämpfung und wir legen das komplett auf den Boden und damit sehen wir eigentlich überhaupt keinen Effekt. Und das fühlt sich dann an, als ob die Fackel aus wäre. Also wir können durch die Animation das nicht entfernen, aber wir können so tun, als wäre sie nicht da. So, und ich werde jetzt einfach mal meine anderen Frames hinzufügen und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Resultat. So, und das ist jetzt die Flagge oder die Fackel, die ich jetzt importiert habe von meinen vorhergehenden Vorbereitung für die Folge. Und wir haben natürlich ganz normal, wie wir es schon gehabt haben, den ersten Frame, wobei hier, nee, das sollte ich nicht machen, weil dann haben wir auch das Problem, wenn wir im Level drin sind, die Attenuation auf 0,1 und das Negativ mache ich auch mal raus. Und wir arbeiten einfach mit keiner Beleuchtungsstärke. Im zweiten Frame haben wir quasi das, was wir vorhin angelegt haben. Und dann hatte ich wirklich tatsächlich ein bisschen rumgespielt. Was können wir denn eigentlich nur machen? Und hatte am Anfang mit den Farben gespielt und habe die Farben animiert. Das hat dafür gesorgt, dass es ziemlich disco-mäßig ausgesehen hat, aber so richtig wie Feuer hat das nicht gewirkt. Der entscheidende Hinweis kam dann aus dem Discord-Forum von Fonk, wo der Tipp kam, spiel doch einfach mal nicht mit den Farben rum, sondern einfach nur mal mit den Positionen ein bisschen. Das habe ich dann ausprobiert und habe das reingebracht. Und wenn ihr das jetzt hier verfolgt, werdet ihr jetzt sehen, dass unsere Lichtquelle einfach in der Position immer ein bisschen ein bisschen hin und her wandert.
Und dadurch kriegen wir einen Flackereffekt dazu. Und den habe ich noch verstärkt, indem ich zusätzlich, wenn ihr jetzt hier drüben guckt, seht ihr das, indem ich einfach die Energie, also die Leuchtkraft und die Entfernung ein bisschen hoch gemacht habe. Und die Range ist immer doppelt so hoch wie meine Energie, dass das quasi linear sich ausbreitet, also erhöht, ne? Also höhere Leuchtkraft, höhere Reichweite. Also 2 und 4, 2, 2 und 4, 4, 2, 3 und 4, 6 und 2, 2 und 4, 4. Und dann wieder 2, 1 und 4, 2. Und was ich noch gemacht habe, ist, dass ich den unterschiedliche Zeiten gegeben habe. Das heißt, wir fangen quasi an mit 0,3 Frames oder Frame-Ticks, dann 0,5, 1,5, 0,5 und 3, sodass wir quasi wie so eine Sinuskurve in der Art was erzeugen. So, da haben wir jetzt quasi unsere Animation aus. Und wir haben unsere Animation Default. Die hatten wir vorhin schon von Ping-Pong. Die müssen wir jetzt halt noch ein bisschen länger einstellen. Das heißt, das seht ihr dann hier gleich unten. In unserer Animation Default müssen wir jetzt halt die Frames korrigieren. Off ist die 1 mit Clamp, das hatten wir schon. Default war vorher die 2 mit Ping-Pong und 10. Das müssen wir jetzt auf den Frame 6 erweitern. Und wir werden noch eine dritte Animation brauchen, weil wir ja später skripten wollen. Und wenn wir das tun und wir benutzen eine Animation, ist das wie mit unserem Tag-Nacht-Zyklus, dass unsere Animationsabläufe uns ständig die Einstellungen wieder überschreiben. Deswegen machen wir jetzt einfach noch einen zweiten und den nennen wir statisch und den machen wir einfach auf unseren Frame Nummer 2 und setzen den auf Clamp, weil der soll sich auch wieder nicht ändern und haben damit eine statische Flamme, mit der wir dann im Scripting-Bereich nacharbeiten können. So, und damit haben wir unsere Flamme geskriptet und können die jetzt mal in der Karte ausprobieren, wie das aussieht. So, wir können also jetzt in unsere Karte reingucken. Da haben wir hier die Fackeln dran. Da wir die vorhin gesetzt haben, als wir noch keine Beleuchtung hatten, können wir die jetzt nochmal austauschen. Dann sehen wir tatsächlich auch aus unseren Frames raus die Leuchteinstellung jetzt dazu. Und wir sehen jetzt unsere Fackel so tatsächlich schon ein bisschen leuchten in der Karte und kriegen hier einen besseren Voreindruck dafür. Und setzen jetzt wieder die Offsets entsprechend, dass die Fackeln oben ist. Skript ist übernommen worden. Und können uns jetzt im Spiel angucken, dass wir jetzt tatsächlich ein schönes Flackern der Flamme erreicht haben. Das heißt, wir springen jetzt einfach mal rein in das Spiel und haben jetzt einen schönen Feuereffekt. Also hier seht ihr jetzt quasi, es ist ein Flackern der Flamme zu sehen, die Reflexion in den Steinen und damit lässt sich schon eine coole Fackel machen und die können wir jetzt auch aus- und anschalten und haben das damit drin. Und jetzt möchte ich euch im nächsten Teil zeigen, was wir alles skripten können, damit ihr das halt auch in euren Skripten automatisch machen könnt und mit den Lichteffekten auf Objekten spielen könnt. So, für Skripten werden wir jetzt mal unser Skript TorchScript öffnen und schauen uns jetzt an, was hier los ist. Also wir können wieder die Filter benutzen, Light, und dann sehen wir, welche Funktionen es gibt. Und für uns ist interessant die Entity-Lighting-Geschichten. Das heißt, auch hier können wir quasi wieder wie vorher an- und ausschalten, wir können die Farbe ändern und wir können die Intensität ändern, das kennen wir schon. Wir haben aber hier noch andere Varianten. Wir können die Attenuation ändern. Wir können das Diameter ändern. Das erkläre ich gleich noch. Das ist nämlich hier ein kleiner Namenskonflikt. Und das war es hier drin. Aber wir können zusätzlich auch noch die Gruppen, der Licht für Gruppen ändern. Das heißt, wir können quasi ganze Gruppen mit einmal ansteuern. Das ist zum Beispiel cool, wenn ihr sowas habt wie, ihr tretet auf ein Feld und ihr habt leuchtende Kristalle und die sollen alle einmal schlagartig pulsieren oder sowas, ja. Oder ihr wollt die Lampen in einem Raum mit einem Lichtschalter anschalten oder ihr wollt das Licht zentral ändern per Skript, dass das Licht von allen Lampen auf einmal in einen anderen Farbton reinläuft. Sowas könnt ihr damit machen. So, und das können wir jetzt natürlich auch hier einfach dran schalten. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal unsere An-Aus-Geschichte, die wir vorher hatten. Also An- und Ausschalten würde ich jetzt nicht machen. Wenn euch das interessiert, An- und Ausschalten, Intensität und Farbe ändern, dann guckt einfach mal bitte ins vorhergehende Tutorial. Das haben wir mit den globalen Leuchten schon haufenweise gemacht. Ich würde jetzt die anderen Sachen machen und würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal mit dem Diameter rein. Und euch erkläre ich auch gleich, was das ist. Also die Attenuation haben wir ja gesehen, das ist quasi die Dämpfung des Lichtes und das Diameter ist einfach nichts anderes als ein Begriff für Range. Also das, was wir vorher gehabt hatten mit Range, ist hier das Diameter. Okay, wichtig ist jetzt hier, wenn wir damit arbeiten wollen, brauchen wir eine Lichtquelle, die muss an sein, ansonsten sehen wir nichts. Wir haben hier den initialen Frame 2, damit passt das ganz gut und wir können das im Skript verwenden und können jetzt hier einfach sagen,
Wir nehmen mal das Diameter auf 15 und wir haben auch wieder hier die Duration, dass wir das über 5 Sekunden ändern wollen. Und wir können danach, machen wir es wieder auf, ich glaube, 2 haben wir es jetzt unten und machen das auf 5 zurück, wenn wir setzen und können das mal ausprobieren. So, ansonsten haben wir noch, lasst mich mal kurz gucken, wir hatten die Farbe, die Attenuation würde ich jetzt, ja, lasst uns die auch mal machen. Kommt das Verbindender? Und diese Sachen passieren jetzt wieder gleichzeitig, denkt daran. Wenn ihr das nicht haben wollt, müsst ihr dafür sorgen, dass ihr ein Wait dazwischen platziert, ja? Das ist ganz wichtig. So, und das machen wir auch über 5 Sekunden, dann passieren die Sachen zeitgleich. Also wenn ihr die hintereinander abfeuern wollt, dass die nacheinander passieren, müsst ihr das mit einem Wait-Block unterbrechen, der genauso lange hält, wie diese Zeit ist. Dann passieren diese Sachen nacheinander. Ansonsten passiert das alles zeitgleich. Okay, wir speichern das. Das Skript ist dran und gucken uns das mal an. Und dann können wir auch gleich im Spiel weiter skripten. So, hier ist unsere Fackel und wenn wir jetzt anklicken, dann ach, haben wir sie natürlich ausgeschaltet. Ja, das war jetzt natürlich grenzbescheuert. Was habe ich getan? Off. Ja, das muss raus. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Wird langsam spät für heute. Okay. Jetzt mal bitte nach. Wir machen das jetzt nochmal. Und jetzt ändert sich der Range. Jawohl, wir sehen, dass es größer wird. Und wir sehen auch, genau das, was ich gesagt habe, es passiert nur in einem Frame und der andere Frame, der dazwischen kommt, wird immer wieder überschrieben. Ja? Also ihr macht das nur in einem Animationsframe. Das ist genau das, was ich meinte. Deswegen sollten wir das quasi nicht mit Animationen kombinieren, sondern sollten das immer einzeln feuern. Dafür haben wir ja quasi angelegt, dass wir eine Gruppe haben. So, die Gruppen. Kann ich euch auch noch mal zeigen. Die Gruppen haben wir ja hier unten gehabt. Da ist es quasi auch so, wenn ihr es reinzieht, seht ihr das Interface. Ihr könnt den Gruppennamen und die Farbe machen und ihr habt auch eine Fade Duration. Damit können wir das lassen. Ich stelle jetzt das Skript mal wieder her, wie es vorher gewesen ist und den Rest zeige ich euch dann wieder drin. Denkt dran, die Namen dieser Skripte werden einfach große Buchstaben durch kleine ersetzt. Leerzeichen werden Underscore, also ein Unterstrich. Und ansonsten könnt ihr genau diese Sachen in der Reihenfolge reinpacken. Wenn ihr Probleme damit habt, die meisten Funktionen stehen übrigens auch hier drin. Also Set Entity Light Color, aber hier fehlen zum Beispiel die Sachen wie Attenuation und sowas, weil die Dokumentation im Spiel hängt immer ein kleines bisschen hinterher. Justin hat so viel zu tun wahrscheinlich, oder es geht manchmal unter, dass das hinterherzieht. Auf der Online-Seite ist es noch ein bisschen aktueller. RPGinabox.com/docs, da ist es aktueller. Ich mache das jetzt mal schnell und dann gehen wir in die Welt rein und skripten in der Welt noch ein bisschen. So, ich habe das Skript wieder normal gemacht und jetzt brauchen wir natürlich, wenn wir mit Gruppen arbeiten wollen, brauchen wir natürlich eine Gruppe, ne? Also wir nehmen jetzt quasi unsere Fackeln und geben dem Ding mal einen Namen. Ich möchte euch auch noch zeigen, wie man mit Entitäten arbeitet. Wir machen jetzt einfach mal Light 1 und das nennen wir Light 2. Dann haben die eine ID, dann können wir die über die ID benutzen und zusammen setzen wir die jetzt noch zusätzlich in eine Gruppe und die nennen wir Lights. So, jetzt haben wir quasi Gruppen und wir haben Entitäten, mit denen wir arbeiten können. Es gibt verschiedene Arten und Wege, wie man das machen kann. Ich zeige euch das jetzt mal schön. Also, nochmal zusammengefasst, alles, was wir im Skript nehmen können, können wir auch in der Debugger-Konsole machen. Das heißt, das, was ihr da seht, seht ihr genauso dann als Funktion im Skript und könnt die einfach einbauen. Ihr könnt auch in ein Skript einfach Dinge reinziehen in den Code-Editor. Da gibt es mannigfaltige Sachen. Also ich zeige das mal ganz kurz. Ihr könnt auch hier im Skriptbereich, wenn ihr da irgendwas machen wollt, könnt ihr einfach eine Funktion nehmen und könnt die an eine Stelle ziehen und die wird dann da eingebaut. Ja? Also ihr könnt hier auch anfangen, direkt zu coden. Auch wenn ich das Skript-Tutorial immer noch nicht angefangen habe. Ich gucke, dass ich das dann bald mal loslege. Aber die Funktion seht ihr jetzt gleich auch in der Karte. Also wir müssen das speichern und dann können wir es in der Karte ausprobieren. So, also hier sind unsere Lampen und jetzt lasst uns mal losskripten. Ich sagte ja schon, wenn wir Animationen haben, werden unsere Änderungen stetig überschrieben, so wie wir das letzte Mal bei dem Tag-Nacht-Zyklus hatten. Ich fange einfach mal an. Also wir können auf jeden Fall Lampen an- und ausmachen oder Lichtquellen anmachen und ausmachen. Also Set Entity Light Enabled. So, dann brauchen wir eine Entity. Das können wir mit dem Entity Keyword machen. Entity
Entity, das erzeugt uns eine und dem müssen wir jetzt eine ID mitgeben. Gibt auch noch andere Varianten, aber wir machen das jetzt mal so. Und wir haben das Licht 1 genannt und jetzt können wir das auf aussetzen. False. So, und jetzt seht ihr, wenn ich das ausmache, es ist sofort wieder an, weil die Animationszyklen uns sofort wieder die Einstellung überschreiben. Wenn ihr also sowas Cooles machen wollt, wie zum Beispiel, ihr geht einen Gang lang und alle Lampen gehen aus oder sowas, oder alle Lampen wechseln das Licht, müsst ihr erst einen Trick machen und müsst die Animation abschalten. Das heißt, ihr müsst auf eine Animationssequenz wechseln, die nur einen Frame hat. Ja, das können wir quasi machen mit, also die ganzen Funktionen, die ich jetzt zeige, große Anfangsbuchstaben freizeichnen, ihr habt das im Skript-Editor, ja, dann könnt ihr das per Drag and Drop machen. Okay, also wir haben jetzt Set, Play Group Animation. Jetzt brauchen wir die Gruppe und die geben wir hier per ID an und unsere Gruppe heißt Lights und sagen hier, unsere Animation heißt Static. Wir können auch mal off machen, um zu zeigen, dass es funktioniert. Dann werden sie ausgeschaltet. Wir können sie auch wieder anmachen mit Default und wir können sie auf Static setzen. Dann haben wir unseren zweiten Frame, der stabil ist. So, unsere Lampen wackeln nicht mehr und ab dem Punkt können wir weitermachen mit den Skripten. So, was haben wir als nächstes? Wir haben die Einstellungen, die wir machen können, sind, wir können das Licht wieder an- und ausmachen. Wenn ihr übrigens mit dem Pfeil nach oben und unten drückt, Pfeiltasten, könnt ihr die Skripte durchschalten. Ja? Dann seht ihr die letzten wieder. So, Set Entity Light Enabled False. So, wir können es also jetzt anschalten, wir können es natürlich auch wieder anmachen. Das ist jetzt quasi wie beim letzten Mal. Ne? So, dann können wir auch natürlich wieder die Intensität ändern. Intensity. Und da können wir hier sagen wieder, wir geben einen Wert an, zum Beispiel 10. Und optional können wir als zweites den Parameter geben, über welchen Zeitraum. Das können wir machen. Wir können die Farbe wechseln. Und können jetzt hier an der zweiten Stelle wieder den Color Tag setzen. Und das können wir machen per Hexwert oder also per Hexwert hier oder halt die Werte 255, 255 oder sowas. So, dann machen wir jetzt mal ein blaues Licht raus und unser Licht wird blau. Wir können den zweiten Parameter auch weglassen, dann wird das schlagartig passieren. Wenn wir den weglassen, ist es instant. So, jetzt haben wir es erledigt. Und wir können natürlich auch noch ein paar andere Sachen ändern, zum Beispiel das Diameter. Das Diameter ist die Reichweite unserer Fackel. So, also können wir jetzt Diameter machen und können hier die Entfernung, die unsere Fackel leuchtet, hochsetzen und können das jetzt zum Beispiel auf 100 machen über 5 Sekunden. So, und schon wird unsere Fackel richtig grell. Und wir können natürlich hier auch jetzt wieder mit der Attenuation spielen. Und da kommt wieder unser Problem, was ich vorhin angesprochen hatte. Ich hoffe, ich schreibe es jetzt richtig. Attenuation. Und wenn wir den nämlich jetzt auf 0 setzen, haben wir wieder genau das Problem von Attenuation. Haben wir genau das Problem, was ich vorhin gezeigt habe. Wir kriegen wieder unseren schönen schwarzen Ring. Puff. Okay, ins Bugforum habe ich es mittlerweile schon geschrieben. Ich hatte vorhin eine kurze Aufnahmepause. Also ich hoffe, es wird sich demnächst ändern. Also wie gesagt, setzt das auf einen Wert, der ganz niedrig ist und das Problem ist gelöst. Dann habt ihr so einen Schein. So, was können wir noch machen? Neben den Entitäten, die wir einzeln beleuchten, können wir auch auf Gruppen zugreifen. Das heißt, wir können auch Gruppen steuern mit dem Kommando Set Group Light. Und jetzt haben wir die Möglichkeiten Enabled. Und da können wir wieder unsere Gruppe geben, Lights. Und nee, False. Dann sind sie aus. Wir können sie wieder anmachen. Und wir können die Farben ändern. So können wir zum Beispiel dann sagen, wir können die Animation für eine komplette Gruppe auf einen statischen Wert setzen und können dann über die Color arbeiten und können sagen, wir machen alle Lampen mit ihren Farben auf Color. Halt. Und hier machen wir wieder blau. 0, 0, 255 und das für 10 Sekunden. Und unsere Fackeln ändern sich in blau. Genau. Wenn ihr die anderen Werte nehmen wollt, die nicht für Gruppen da sind, müsst ihr leider über die Gruppen direkt gehen. Das könnt ihr relativ einfach machen. Es gibt das Print-Format.
Damit kann man alle möglichen Sachen machen, wie zum Beispiel auch den Player. Dann seht ihr zum Beispiel, wo die Koordinaten sind. Von dem können wir die Tiles holen. Hier können wir jetzt zum Beispiel das Keyword Group benutzen und können hier unsere Gruppe reinschreiben. Da haben wir quasi Lights. Und wir sehen dann, dass da unsere Objekte drin sind. Das ist ein Array. Und wenn wir uns zum Beispiel Group Lights holen, haben wir das Array, können dort mit einer Schleife drüber gehen in einem Skript und können für jedes Objekt können wir die einzelnen Werte manipulieren. Das werde ich jetzt nicht mehr mit reinpacken. Okay, oh doch, ich mach's rein. Ich zeige kurz ein Skript für sowas und dann springen wir zum nächsten Teil. So, ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, das Skript mal reinzumachen, dass man das sieht. Beim letzten Mal kamen Fragen auf, deswegen kurz zur Erklärung, das ist das Skript. Wir machen jetzt quasi für die Gruppe Lichter, machen wir die Animation statisch, damit wir sie danach bearbeiten können, definieren eine Schleife und sagen, wir gehen über die Gruppe Lichter und jedes Objekt wird unter dem Namen Licht genutzt. Und anschließend können wir das als Keyword benutzen. Hier ist noch ein kleiner Fehler drin. So, wir nutzen nicht das Wort Self als Keyword. Wir brauchen eine Entity. Self ist das Objekt im Skript. Wir können aber jetzt auch das neu definierte Platzhalter dafür nehmen, was jetzt quasi das Licht aus der Gruppe ist. Und wir sagen jetzt quasi, wir gehen über alle Lichter in der Gruppe. Wir setzen die Intensität hoch. Wir setzen das Diameter hoch. Wir setzen die Farbe auf Blau. Und dann, damit das alles gleichzeitig passiert, kommt das Weight danach hin, sodass wir erst alle drei Werte setzen. Die werden dann relativ zeitgleich laufen und bis die abgelaufen sind, machen wir den Weight-Block. Und anschließend setzen wir die langsam wieder zurück auf 10 und setzen den Weight-Block hier hin. Macht ihr den Weight-Block hier dazwischen, wird es sich erst die Intensität der ersten Fackel ändern, dann das Diameter der anderen Fackel, wenn ihr hier noch ein Weight habt, also an der Stelle dann. Und wenn hier unten noch ein Weight habt, also ich mache es konkret. So wird es sich für jede Fackel einzeln das Zeug ändern und es wird ja halt nicht hintereinander und am Stück laufen. Wenn wir das haben wollen, müssen wir erst die ganze Gruppe verändern und warten, dann die Wiedergruppe verändern und warten und dann die Animation zurück zu Default setzen, damit wir den Effekt hintereinander abgespielt kriegen. Und wenn ihr euch das im Scripting anguckt, sieht das quasi so aus. Wir starten, also wir setzen für die Gruppe Lichter die Animation statisch, dass wir es bearbeiten können, gehen danach in die Schleife rein, über unsere Gruppe definieren jedes einzelne Licht als Platzhalter Lights, so können wir das als Keyword benutzen. Wir sagen dann, für jedes davon setzen wir einen Wert nach dem anderen hoch. Das ist der Do-Teil der Schleife. Wenn das gemacht ist, gehen wir aus der Schleife raus, warten die 10 Sekunden, springen sofort in die nächste Schleife, setzen die nächsten drei Werte, dann ist die Schleife auch wieder beendet. Das geht quasi für jedes Objekt, könnt ihr so lesen, für jedes in der Gruppe unter dem Namen Light, mache die drei Schritte. Ändere es in den zweiten, mach die drei Schritte, bis die komplette Liste abgearbeitet ist. Dann fallen wir aus dem Endpunkt raus, machen den letzten Wait, kommen zurück und können uns das dann in der Karte angucken. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, in der Karte müsste das Skript jetzt hinterlegt sein. Prüfen wir nochmal schnell ab, ja, es ist da und dann können wir jetzt ins Spiel reinhüpfen und können uns das Ergebnis da angucken. Das heißt, jetzt haben wir den Punkt, dass die Fackeln manipulierbar sind und wir können über die ganze Gruppe gehen und können eigentlich machen, was wir wollen. So, wir sehen jetzt, das Skript läuft hintereinander ab, es ändert die Werte, es wird jetzt langsam blau, die anderen Werte ändern sich mit, danach wird es wieder rot und am Ende sehen wir, dass es geklappt hat, indem wir das Flackern an der Wand wiedersehen. Jetzt haben wir es. Ich habe aus Versehen zweimal geklickt. Man müsste noch verhindern, dass das zweimal passiert. Dafür gibt es dann Semaphoren. Das machen wir dann mal irgendwann beim Scripting. So, jetzt habe ich aber nicht nur die Fackeln gemacht und so. Ich habe auch ein paar andere Sachen gemacht. Ich gehe mal kurz durch. Für die Felder habe ich gebaut Kristalle. Diese sind beleuchtet und die können wir in mehreren Farben dann benutzen. Damit wollen wir dann den Keller ausstaffieren. Das wird unsere indirekte Beleuchtung werden. Ich habe des Weiteren gemacht, wo ist es? Eine Säule, die einen Leuchteffekt verursacht. Die will ich nachher mit einbauen. Ich zeige das mal ganz kurz, wie das aussieht. Also wenn ich die starte, dann fängt die an, mit Licht zu pulsieren. So, die wird da eingebaut. Ist jetzt hier drin nicht spektakulär. Auf der Karte sieht das dann besser aus. Was habe ich noch gemacht? Das war es bei den Sachen, glaube ich. Ja, dann habe ich bei den Objekten habe ich auch noch mal den Kristall, damit ich die auch interaktionsfähig habe. Des Weiteren habe ich die Wandfackel und eine Standfackel gemacht. Die ist prinzipiell genau das gleiche, bloß auf dem stehenden Gerüst. Ansonsten hat sich hier nichts geändert. Kann ich mal noch in die Vorauswahl setzen. Und dann habe ich noch eine Straßenlaterne gemacht. Da ich ja gesagt habe, es gibt keine Taschenlampen, müssen wir uns damit ein bisschen behelfen.
Für das Ding habe ich es quasi so gemacht, dass die Lichtquelle ziemlich nah über dem Boden sitzt. Ähnliches könnt ihr machen, wenn ihr eurem Charakter einen Bauarbeiterhelm verpassen wollt. Macht ein Objekt, macht eine Entity-Beleuchtung ran, packt die nach unten auf den Boden, setzt die fix hin, dass das Licht kurz über dem Boden ist und dann sieht das auf der Karte auch aus. Also ich habe zwar jetzt ein mittelalterliches Setting, aber ich möchte euch das trotzdem mal zeigen, wie das mit der Straßenlaterne aussehen würde. Ich packe die jetzt einfach mal mit hier dazu, dass wir die mit drin haben und wir sehen dann quasi einen Leuchtkegel unten drunter. Können uns das auch im Spiel angucken. Das fliegt dann natürlich wieder raus, das passt nicht zu meinem Setup. Aber ich wollte euch ungefähr mal zeigen, wie man das machen kann. Und dann sehen wir hier, wir haben jetzt eine Lichtquelle darunter, die ein Punktlicht macht und von da aus abstrahlt. Unser Bauch ist jetzt hell. Okay. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe den Charakter, habe ich, ah ja, einen Charakter habe ich auch gemacht. Und zwar einen Wasserschleim, der soll sich nachher in meinem Fluss dann befinden. Und der hat eine lustige Animation, wenn der läuft. Der zerläuft quasi in einen Tropfen und dabei reduziert sich das Licht. Und dadurch ist es so, wenn der stehen bleibt, sieht man den nicht mehr richtig. Also, kannst du mal kurz zeigen. Der läuft dann quasi in sich zusammen und verschwindet im Wasser. So, das will ich reinbringen. Und jetzt habe ich aber euch noch ein ganz großes, also ein zweites Ding versprochen. Jetzt haben wir uns mit Entity-Licht beschäftigt oder mit Objektbeleuchtung. Was jetzt noch fehlt, ist die Emissive Colors. Also, dann machen wir damit weiter. So, die Emissive Colors ist einfach ähnlich wie unsere Transparenzeffekte, ist das ein Effekt auf unseren Voxeln, die wir malen können. Das heißt, wir haben in den Model Tools haben wir die Möglichkeit, eine Farbe zu nehmen und können dann sagen, wir haben Emissive Colors und können die dann einfach hier mit dem Plus-Button können wir die einfügen. Ich habe jetzt schon welche drin. Also wenn ich die jetzt wegmache, sieht mein Modell auch ein bisschen anders aus. Ich kann das jetzt mal zeigen. Ich speichere das jetzt mal und gucke mir das mal an. Dann sind die Pilze relativ unspektakulär. Und jetzt kann ich sagen, ich nehme meine Farben und füge die als Emissive Colors hinzu. Und das kann ich halt mit allen möglichen Sachen machen. Und danach fangen diese Sachen an zu leuchten. Das heißt, die Farbe wird sich ein bisschen ändern und wir sehen jetzt, dass die ein Eigenleuchten fabrizieren. Hier habe ich noch ein Problem mit einer Gruppe. Das müsste ich noch fixen. Aber das ist jetzt nicht so wild. Da kommt es jetzt nicht drauf an. Okay. Die Art des Leuchtens ist aber sehr stark abhängig davon, wie eure Karteneinstellungen sind. Also ihr könnt für jede Karte könnt ihr eigene Einstellungen verwenden und da ist es auch dann massiv daran abhängig, wie sich diese Sachen ausbreiten. Ich packe das mal hier hin, mache mal hier Pilze hin, dass ich das euch zeigen kann. Und wir sehen, die Pilze leuchten. Ich habe aber jetzt über den Pilz an sich keine Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Was ich machen kann, ich kann jetzt in die Map Properties gehen und kann hier drin rumspielen und kann damit über den Glow-Effekt kann ich das nochmal ein bisschen nacharbeiten. Zum einen ist ganz wichtig, diese Emissive Colors wirken nur gut, wenn ihr eine niedrige Beleuchtung habt. Nehme ich jetzt ein Tageslicht, kommen die überhaupt nicht zur Geltung. Die strahlen auch kein Licht ab. Ja? Also es gibt keinen Leuchtkreis ringsherum. Das sind nur sehr extrem im Dunkeln wahrnehmbar. Und je mehr, also besser wahrnehmbar, je dunkler es auf der Karte ist. Also wir können jetzt auch die Karte mal komplett dunkel machen. Wenn ihr euch bei der letzten Folge dran erinnert, hat man dann gar nichts mehr gesehen. Aber die Pilze sieht man. Also die tauchen dann immer auf, man sieht sie aus allen möglichen Sachen raus. Und wenn wir das noch manipulieren wollen, können wir quasi hier unten die Glow Layer aktivieren, weil damit können wir quasi steuern, wie sehr unsere Pilze leuchten werden. Und das habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Jeder Glow Layer ist quasi wie eine kleine leuchtende Kugel um einen hellen Voxel ringsherum. Das heißt, das ist die kleinste und mit jeder Stufe wird der Radius, also ihr seht das schon, diese Aura ringsrum wird immer größer und größer und größer. Und ihr könnt die nach Belieben kombinieren und ihr könnt die auch alle zusammen einschalten. Also jetzt habt ihr tatsächlich den Effekt, dass es sich so anfühlt, als würden die ein Licht imitieren. Ne? Es ist aber keine Punktbeleuchtung, es ist wirklich nur der Glow-Effekt, der sich auf die Umgebung überträgt. So, das können wir auf jeden Fall nutzen, um dann irgendwie unsere dunklen Bereiche nochmal ein bisschen kenntlich zu machen. Ihr könnt das nehmen, um Questobjekte im Dunkeln kenntlich zu machen oder sonstige Sachen. Das ist ein ziemlich cooles Feature, mit dem man rumspielen sollte. Okay. So, speichern. Dann zum nächsten. So, ich habe jetzt meine Karte mal wiederhergestellt, so wie ich das aus der Vorbereitung mache. Ich habe jetzt überall Lichtquellen hinzugefügt, so wie wir das vorhin gemacht haben. Ich habe überall meine Schleime ins Wasser positioniert. Hab dafür gesorgt, dass die sich im Wasser bewegen können und drinnen. Das ist jetzt so ein bisschen ein Teaser für die nächsten Folgen. Ne?
Also wie wir die ins Wasser packen, wie wir dafür sorgen, dass die im Wasser einsinken, wie wir das hinkriegen, dass die durchs Wasser laufen und wir nicht und sowas, wie wir Karten verbinden und sowas. Und die anderen Sachen, die ich gleich noch mit zeigen werde, das sind jetzt so die Teaser für die nächsten Folgen, die kommen werden. Und das werden wir dann Stück für Stück abhandeln, bevor wir dann quasi dann irgendwann zu Items und Quests gehen, will ich die Punkte machen. Ich springe jetzt mal schnell rein. Also wir haben jetzt schon unsere Karte. Wir haben überall die Fackeln, wir können mit den Fackeln interagieren. Wir haben in der Nähe unseres Wassers, haben wir quasi jetzt unsere Gegner, die wir nicht sehen können, die aber im Dunkeln hervorragend zur Geltung kommen, weil die uns gleich jagen werden. Da sind sie. Und die leuchten so ein bisschen im Dunkeln mit und schrumpfen dann ein. Können wir alles drauf sprechen dann in den nächsten Folgen. Und dann habe ich einen Bereich im Keller eingerichtet, den ich jetzt stückweise immer weiter ausbauen will, wo es dann irgendwann mal zum Mining und Crafting und sowas geht. Und hier unten ist jetzt quasi schon mal Nebel drin. Das werden wir in den nächsten Folgen uns angucken, wie das genau gesetzt wird, sodass wir hier einen diffusen Punkt haben. Wir haben hier die Kristalle mit Beleuchtung. Hier kommen gleich die leuchtenden Säulen und wir haben quasi eine Moving Plattform, die auf die andere Seite führt und können so eigentlich wunderbar mit dem Zeug spielen. Der Punkt, warum ich euch das zeige, ich habe lange überlegt, ob ich einen Teaser machen will oder nicht. Eigentlich habe ich das bisher immer scheiße gefunden. Ich wollte nicht irgendwie große Sachen ankündigen, die dann eine Weile brauchen, bis die abgefilmt sind. Aber diese Szene mit Dunkelheit kommt halt einfach mit Nebel und den ganzen Sachen viel besser zur Geltung. Und ich wollte euch einfach mal schon mal zeigen, wo es hingehen wird mit den nächsten Folgen und wie wir das umsetzen können. Genau. So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich super über ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Tschüss!